Hallo Leute, ich bin der Dominik und ich begrüße euch zur zweiten Folge der FC Venedig Karriere. Ja Leute, heute haben wir einiges vor, einige starke Gegner gegen Inter Mailand und Bergamo, also ja, Bergamo Calcio heißen die hier. Werden wir normal simulieren, dann werden wir die Transferphase beenden, werden dann Bologna und Hellas Verona schnell simulieren. Gegen Piemonte Calcio werden wir selber spielen und gegen AC Mailand werden wir auch normal simulieren. Und wir starten direkt rein ins erste Spiel gegen Inter Mailand, hier gehen wir in die normale Simulation rein. Geht scheiße los, Edin Dzeko bringt Inter Mailand in Führung. Perisic bringt Inter Mailand sogar mit 2:0 noch weiter in Führung. Und Lautaro Martinez macht das 3:0, damit können wir zum Endergebnis springen und kriegen sogar 4:1 noch auf den Sack. Dann sehen wir Antonio Vaca geht zu LAFC für 1,1 Millionen. Wir sind beim nächsten Spiel gegen Bergamo Calcio. Jetzt kommen mal die Spiele, wo wir keine Punkte holen, denke ich. Hier gehen wir auch in die normale Simulation rein. Und Sigurdsson bringt uns in Führung. Chance zum 2:0. Das machen wir. Johnson in der 54. Minute. Schönes Tor von Muriel, nur noch 2:1. Wir sind in der 85. Minute, tauschen nochmal. Aramu kommt rein für Okereke. Ich pack Deci nochmal rein für Ampadu. Und Masocci kommt nochmal rein für Caldara. Und ich werde auch nochmal eingreifen, um vielleicht ja, ein bisschen das Ergebnis nochmal zu verwalten. Es gibt sogar Eckball für Bergamo Calcio. Der Schiri zeigt 2 Minuten an. Es sind 3 Minuten rum. Jetzt müssen wir nur noch den Ball weghauen. Nein, der kommt nochmal nach da hinten. Und jetzt mach ihn weg. Und der Schiri darf abpfeifen. Und der Schiri pfeift ab. Wir gewinnen gegen Bergamo Calcio mit 2:1. Und wir haben noch ein bisschen ausverkauft. Unser alter Ersatzstürmer Zigoni geht zu Birmingham City für 1 Million. Dann Thomas Henry, unser absoluter Top-Stürmer zu Cagliari Calcio, 11 Millionen. Und Bjarkason geht zu Tirol auch für 1 Million. Wir haben jetzt zwar 3 Spieler zur Verfügung, ich möchte aber nur 2 kaufen. Thales Magno ist ein gutes Talent, 2,1, den möchte ich nicht holen. Aber Dennis Undaff, unser neuer Stürmer, und Caldara, der schon bei uns ist, möchte ich aber fest verpflichten für 7,2 Millionen. Und es reicht nur für die 2 Spieler, Dennis Undaff, der in echt die belgische Liga auseinanderschießt. Ist zwar deutlich schlechter wie Henry, aber jetzt haben wir gute Spieler gekauft. Zum einen eben unter seinem Marktwert ist sogar, nee, das ist geblieben. Aber Mattia Caldara ist jetzt sicher bei uns. Jetzt haben wir einen guten Innenverteidiger, weil wir daneben halt nur noch einen 66er haben. Und das ist ein bisschen, ja, nicht so gut, aber Undorf kommt rein. Okereke darf im rechten Flügel. Vielleicht können wir dann irgendwie umformen, müssen wir einfach mal schauen. Und dann haben wir, wo ist er denn? Ah, Caldara ist ja eh schon drin. Hier Ceccaroni, da brauchen wir für die neue Saison einen guten neuen Innenverteidiger. Oder wir packen lieber Ampadu rein und können da dann mit Svoboda spielen, weil er halt echt jung ist. Ceccaroni ist halt auch schon 25. Wir müssen schauen, wie wir das einfach machen. 2 neumonatige Scouting-Updates. Schauen wir einmal rein hier aus Spanien. Ja, bringt er vielleicht mal gutes Talent mit? Ja, den können wir mitnehmen. Ich denke aber nicht, dass der irgendwie groß bei uns irgendwie reinfinden wird. Ich musste kurz aufstoßen, deswegen habe ich es jetzt geschnitten. Und dann finden wir Mattia Basile. Oh mein Gott, Giacomo Neri. Aber ein Torhüter auch nur 15. Ah, wann werden die endlich mal 16? Wir haben 2 richtig gute Torhüter, aber sonst ist nichts Gutes dabei. Gemeinsam reinschauen. Und wie ist dieser Torhüter? Giacomo Neri. Der hat eine 68. Aber auch Ane Luciano Moretti Vades, gut, Guerrero, den können wir da wieder rausschmeißen. Aber die 2 Torhüter sind echt vielversprechend. Erstes Spiel, wo wir in die Schnellsimulation reingehen, abgesehen vom Pokal gegen den FC Bologna, können wir hier gewinnen. Wir verlieren leider mit 2:1. Arnautovic trifft doppelt bei uns Sigurdsson. Wie gegen Piemonte Calcio, wenn wir selber reingehen. Wir schauen mal ganz kurz, ob wir ein paar Spieler spielen lassen können. Heimanns, wobei Sigurdsson gut drauf ist. Und da will ich spielen lassen. Lassen wir den lieber nochmal draußen. Ah, wir können zum einen vielleicht Deci mal reinpacken für Ampadu. Und Chiellini können wir auch nochmal reinpacken für Bussio. Nee, nicht für Okereke. Den will ich natürlich spielen lassen auf dem rechten Flügel. Den packen wir wieder auf dem rechten Flügel hin. Und da würde ich sagen, starten wir dann so rein in das Spiel gegen Piemonte Calcio. Und Leute, ihr seht, die Trikotauswahl ist bescheuert. Das heißt, das macht keinen Sinn. Wir werden dann gegen AC Mailand selber spielen. Verlieren dann gegen Piemonte mit 3:1. Bernardeschi trifft 3-mal bei uns unter. Wir spielen gegen Milan. Guck mal auf die Trikots, die passen jetzt. Und da würde ich sagen, starten wir mit dem Top-Team rein. Da ist Johnson, spielt den Ball hier durch zu Okereke. Der bekommt den Ball. Und Okereke bringt Venezia mit 1:0 in Führung im heimischen Stadion in der 14. Spielminute. Und das ist sehr, sehr wichtig und auch sehr, sehr gut, dass wir hier in Führung gehen. Oh mein Gott, ja, das ist wichtig, weil ja, Mailand, richtig guter Club, 4. Platz, spielt Champions League.
Aber schön gemacht von Johnson durch dann zu Okereke, war es, den Namen wieder vergessen. Und dann führen wir erstes Tor in 5 Partien. Oh, da kommt jetzt Ante Rebic mit dem AC Mailand und dann machen die hier das 1:1. Was habe ich ja gerade gesagt, das war voll creepy. Ah, jetzt ist der Ausgleich da. Das ist natürlich gar nicht gut. Und das ist natürlich Andrej Kramaric, der hier dann AC Mailand in Führung bringt. Ne, nicht in Führung bringt, zum Ausgleich bringt. Oh, da ist es AC Mailand. Jetzt machen sie das 2:1. Damit werde ich zum Endergebnis springen, weil ich nur Fehlpässe mache. Wir spielen sogar noch 2:2. Nächstes Spiel gegen Hellas Verona. Da gehen wir auch rein in die Schnellsimulation. Den Günther kenne ich sogar. Wir gewinnen mit 2:1. Caprari trifft bei Verona, bei uns UNDAF doppelt. Wir nehmen mal 2-monatige Scouting-Updates in eine Folge mit rein. Das, oh mein Gott, was ist das für ein Biest? Quiroga, den nehmen wir sofort mit. Ich denke auch mal, der könnte sogar direkt in die Startelf kommen, je nachdem, was für eine Position er spielt. Esteves hat zwar kein gutes Potenzial, nehmen wir mit. Tavero nehmen wir auch mal mit, also die Talente. Vor allem jetzt auch in Spanien ging ab. Italien waren auch gut. Mal schauen, ob wenn hier zumindest einer dabei ist, der relativ okay ist. Jacopo Serra nehmen wir mit. Ferrari nehmen wir auch mit. Vielleicht ist er auch gut wie ein Ferrari, aber ansonsten nichts Gutes dabei. Quiroga, er hat zwar 2,3 Millionen Marktwert, aber ist dann doch nicht so gut, wie ich es mir vorgestellt habe. Dann haben wir Serra, der ist in Ordnung. Genauso wie Ferrari ist gut. Dann haben wir Tavero, der in Ordnung ist. Esteves ist auch gar nicht so schlecht. Also wir haben wirklich gute Talente gefunden. Ein Spiel nehmen wir nochmal mit. Meine Güte, mein Deutsch. Gegen den FC Turin gewinnen wir auch mit 2:1. Belotti trifft bei Turin, bei uns Dezi und Sigurdsson. Und ich denke, mit so guten Nachrichten können wir dann die Folge beenden. Sind auch gar nicht schlecht in die Liga reingestartet. Nach 7 Spielen 10 Punkte. Sind auch jetzt schon relativ gut an den europäischen Plätzen dabei. 92er Manager-Rating, ganz anders wie bei Darmstadt in der Karriere. Und da würde ich sagen, war es das von dieser Folge, Leute. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Ihr könnt die Glocke aktivieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Das war's, Jungs. Haut rein. Bis dann und tschüss.